Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zum Thema Silikonguss. Ich möchte euch zeigen, wie ihr mit dem 3D-Drucker sowie Silikon Formen herstellen könnt. Außerdem besprechen wir, welche verschiedenen Arten von Silikon es gibt und was ihr beim Gießen beachten müsst. Am Ende werden wir dann die Formen auch noch mit verschiedenen Materialien füllen. Welche das genau sind, erfahrt ihr im Video. Also, los geht's! Zuerst legen wir uns die Materialien bereit. Wir benötigen eine Form. Diese kann 3D gedruckt sein oder wir können sie auch leicht aus alten Verpackungen herstellen. Dann benötigen wir Silikon. Meist besteht dieses aus zwei Komponenten, die erst beim Mischen reagieren. Eine Waage zum Abmessen des Silikons sowie einen Mischbehälter. Um das gehärtete Silikon aus der Form zu bekommen, ist ein Cuttermesser und gegebenenfalls auch ein Schraubendreher hilfreich. Und denkt natürlich auch immer an euren Schutz. Tragt Handschuhe und bei der Arbeit mit Epoxid auf jeden Fall auch eine angemessene Atemschutzmaske. Euren Arbeitsplatz solltet ihr mit Zeitung auslegen. Dann kann es auch schon losgehen. Ich starte mit Tinkercad und erstelle mir hier eine Urform. So nennt man die ursprüngliche Form, die Grundlage für unsere Silikonform ist. Ihr könnt in Tinkercad eine beliebige SVG-Datei importieren oder direkt hier ein Motiv erstellen. Anschließend baue ich einen Kasten außen herum und füge noch zwei oder drei Löcher in den Boden ein, damit ich das Silikon später leichter herausdrücken kann. Wenn ihr wissen wollt, wie Tinkercad funktioniert, schaut in das Video, welches ich euch verlinkt habe. Im Anschluss exportiere ich die Datei als STL und öffne sie im Slicer, um die Einstellungen für den 3D-Drucker festzulegen. So sieht dann unsere 3D-gedruckte Form aus. Ihr könnt auch kompliziertere Motive erstellen oder mit unterschiedlichen Höhen arbeiten. Achtet aber darauf, möglichst keine oder nur leichte Hinterschneidungen zu erstellen. Wenn ihr keinen 3D-Drucker zur Verfügung habt oder ein Objekt abformen wollt, welches schon existiert, könnt ihr euch aus alten Verpackungen, Toilettenpapierrollen oder anderen Behältern auch ganz einfach eine Form basteln. Schneidet eure Verpackung einfach so zu, dass euer Teil hineinpasst und nach oben hin noch etwas Luft ist. Am besten tastet man sich Stück für Stück heran. Fixiert eure Form gegebenenfalls mit etwas Heißkleber am Boden. Haltet im Haushalt einfach die Augen offen und ihr werdet viele Möglichkeiten finden, aus denen man Urformen erstellen kann. Kommen wir nun zum Silikon. Wir verwenden ein Silikon mit einer Schorhärte von 45. In dieser Einheit wird die Härte von Elastomeren und Kunststoffen angegeben. Je nach Anwendung benötigt man weicheres oder härteres Silikon. Es gibt außerdem auch noch Silikone mit Lebensmittelzulassung. Informiert euch am besten beim Hersteller, welches Silikon für euren Anwendungszweck am besten geeignet ist. Hier seht ihr ungefähr, wie hart unser Silikon nach dem Haushärten ist. Umso weicher das Silikon, umso leichter lässt es sich natürlich verformen und umso leichter lassen sich auch Hinterschneidungen ermöglichen. Ihr seht, es kommt bei der Wahl des Silikons auch immer darauf an, was ihr abformen wollt. Nun mischen wir das Silikon an. Unser Silikon wird im Verhältnis 1:1 gemischt. Lest die Anleitung zu eurem Silikon und mischt es im angegebenen Verhältnis.
Nun rühren wir das Ganze vorsichtig, aber gründlich um. Wir wollen, dass sich beide Komponenten gut vermischen, um die chemische Reaktion auszulösen, aber versuchen, übermäßige Luftblasen zu vermeiden. Ich klopfe das angerührte Silikon noch ein paar Mal auf den Boden, um entstandene Luftbläschen an die Oberfläche zu bringen. Es gibt natürlich auch professionelle Rüttelplatten oder Möglichkeiten, Luftblasen über ein Vakuum zu entfernen. Ich möchte euch aber zeigen, dass man auch ohne gute Ergebnisse bekommt. Ich habe im Vorfeld die Löcher in den Formen mit Klebeband abgedichtet und kann nun das Silikon in meine Form gießen. Füllt die Form so, dass euer abzuformendes Objekt vollständig mit Silikon umschlossen ist. Ich klopfe die Form danach wieder einige Male auf dem Untergrund, damit sich das Silikon gut an jede Stelle verteilt und auch hier wieder, um die Luftblasen nach oben steigen zu lassen. Nun stellen wir die Formen mit dem Silikon zur Seite und warten, je nach Silikon und Temperatur, rund 2 Stunden. Schaut einfach wieder auf euer Silikon und richtet euch danach. Wenn das Silikon erhärtet ist, können wir es ausformen. Bei der roten Form seht ihr noch ein paar Luftblasen an der Oberfläche. Die sind für meine Funktion aber nicht relevant. Ich entferne als erstes das Klebeband auf der Unterseite und löse dann mit einem Cutter oder Skalpell vorsichtig das Silikon vom Rand. Durch unsere Schichtung beim 3D-Druck wird das Silikon recht gut in der Form gehalten. Aus diesem Grund nutze ich die Löcher auf der Unterseite, um das Silikon von unten herauszudrücken. Diese Löcher hier an den Ecken sind noch zu klein, wie ich gemerkt habe, aber mit etwas Geduld bekommt man auch diese Form aus ihrer Urform gelöst. Die Überstände können bei Bedarf einfach abgetrennt werden. Dank der größeren Löcher klappt es bei der zweiten Form ohne Probleme. Die Urformen aus Recyclingmaterial lassen sich ebenso leicht entformen, da ihr die Formen auch zerstören könnt, um an euer Modell zu kommen. Gegebenenfalls müsst ihr, um an euer Ursprungsmodell zu kommen, die Silikonform etwas einschneiden. Das ist aber nicht schlimm und kann beim späteren Gießen einfach abgeklebt werden. Jetzt habt ihr eure Silikonform und könnt anfangen, Objekte mit verschiedensten Materialien zu duplizieren.
Jedes Material, was sich gießen lässt und aushärtet, ist geeignet. Ich habe mich hier für ein Epoxidharz entschieden. Achtet bitte darauf, Handschuhe sowie eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP3 zu tragen. Ich rühre das Epoxid nach Packungsanleitung an, verrühre es wieder vorsichtig, aber gründlich, denn auch hier möchte ich Luftblasen vermeiden und fülle es dann in meine Formen. Die Form klebe ich mit etwas Klebeband ab, da sie besagten Schlitz haben, über den ich mein Ursprungsmodell entfernt habe. Unser Epoxid sollte rund 24 Stunden aushärten und danach können wir es ausformen. Einfache Modelle lassen sich sehr leicht ausformen. Bei Modellen mit Hinterschneidungen muss man etwas Geduld mitbringen oder die Silikonform einschneiden. Und fertig sind unsere abgeformten Objekte. Diese könnte man nun direkt so nutzen oder auch noch ansprühen, feilen, bohren oder bemalen. Epoxid bietet da viele Möglichkeiten. Kommen wir nun aber zu meinem Lieblingsmaterial, Schokolade. Denn was gibt es Besseres als Schokolade mit eigenen Motiven? Wir schmelzen unsere Schokolade im Wasserbad oder vorsichtig in der Mikrowelle und geben sie dann in unsere ausgespülten Formen. Achtet beim Wasserbad darauf, dass kein Wasser in die Schokolade gelangt. Beim Schmelzen in der Mikrowelle kontrolliere ich regelmäßig den Fortschritt und rühre um. So stelle ich sicher, dass mir die Schokolade nicht verbrennt. Wenn sie flüssig ist, kann ich sie vorsichtig in die Form füllen. Auch hier klopfe ich wieder die Luftblasen heraus. Dann kommt das Ganze für rund 2 Stunden in den Kühlschrank. 2 Stunden später. Wenn die Schokolade hart ist, könnt ihr sie einfach aus der Form drücken und genießen.
Guten Appetit! Wir sind gespannt auf eure Schokoladenformen. Schokolade, Beton und Epoxidharz. Ihr seht, Silikonformen sind ein vielfältiges Mittel, um Objekte zu duplizieren. Wenn ihr jetzt eure eigenen Silikonformen erstellen wollt, dann schaut auf unsere Website und bucht euch einen Termin. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, unseren YouTube-Account zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr. Auf unserem Instagram-Account findet ihr viele weitere kreative Projekte. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt auch ganz neu, unser Maker-Forum. Dort könnt ihr Fragen stellen, Projekte vorstellen und euch mit anderen Makern und Makerinnen austauschen. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns. Ciao.